Herzlich willkommen bei Andis Garten. Heute zeige ich euch, wie ich Kirschmarmelade einkoche. Wie ihr seht, der Baum ist soweit leer gepflückt. Es waren dies Jahr sehr viel aufgeplatzt, es hingen auch nicht viele dran, also es war gerade mal ein 5 Liter Eimer voll. Viel Spaß beim Zuschauen vom Video. Lasst ein Like und ein Abo da, euer Andi. Tschüss. So, hier seht ihr die Kirsche. Die werden jetzt erstmal im Spülbecken mit klarem kaltem Wasser ausgewaschen. Dabei sortiere ich die faulen und die aufgeplatzten gleich nochmal aus. Und das geht jetzt erstmal alles ein bisschen im Schnellvorlauf, weil Wasser einlasse. Hier seht ihr jetzt auch noch der ganze Dreck oben durch, Schimmel, Blätter, Grashalme. Das muss natürlich alles raus, sowas will ich nicht in der Marmelade haben. Eins vorweg, ich hätte es echt noch ein paar Tage hängen lassen können. Ich war ein bisschen voreilig, aber Marmelade schmeckt trotzdem saugut. Jetzt gebe ich sie erst mal in ein Sieb. Ihr seht, da sind noch die Stängel und alles dran. Die habe ich natürlich abgemacht. Hier mal eine Nahaufnahme. Es sind echt noch ein paar helle dabei. Ein paar mittelrote, ein paar dunkelrote. Aber nichtsdestotrotz, die Marmelade schmeckt. Und mal probiert, sie schmeckt gut. Hier seht ihr jetzt mein Kirschkern-Entkerngerät. Schwieriges Wort. Also ich bin so mittelmäßig zufrieden mit dem Ding. Es macht nicht alle Kirschkerne raus. Ich tue es pürieren. Und dann nochmal durch ein Sieb drücken und nachher seht ihr auch, dass ich das machen muss, weil sonst hat man keinen Spaß beim Essen. Ich sage mal so 70% der Kerne tut es entkerne, aber da fallen auch viele trotz dem Entkerngerät durch. Und so funktioniert es, einfach oben drücken, zack, und dann fällt es raus. Jo, und das macht man jetzt mit 5 Kilo. Da habe ich mal kontrolliert, da war, meine ich, eine nicht ganz der Kern draußen, da habt ihr das gesehen. Also es ist auch ganz schön Sauerei. Also ihr seht, ich habe dann ein weißes Hemd an. War nicht so die beste Entscheidung, das anzuziehen. Aber egal. So, jetzt sind sie alle entkernt. Jetzt habe ich sie erstmal in einen Topf mit ein bisschen Wasser gegeben. Das lasse ich jetzt erstmal aufkochen. Ach, ich weiß gar nicht, wie viel Wasser ich da auf die Menge jetzt genommen habe. Das ist einfach nur, dass die ein bisschen unter Wasserdampf aufkochen können. Jo. Mal kochen lassen. Deckel drauf. Wie lange ich die jetzt hab kochen lassen, fragt mich nicht. Ich lasse die immer aufkochen und tue sie dann pürieren. So, und da sind wir auch schon. Hier kocht der ganze Topf, seht ihr. Jetzt nehme ich meinen Pürierstab. Und ihr hört diese Schläge. Ja. Diese Schläge sagen mir, oh, da sind Kerne dazwischen. Ja. Aber keine Angst, die werden nicht klein gemahlen, so dass sie im Gelee sind oder in der Marmelade. Weil ich drücke die ja dann noch durch ein Sieb durch. Das ist eine Arbeit, die mache ich gern pürieren. Ich weiß nicht warum, aber das beruhigt mich irgendwie. Hier seht ihr jetzt auch schon gleich beim Esslöffel die ganze Kerne mit drinne.
und deshalb lasse ich das alles nochmal durch Sieb laufen. Level für Level hier wird ein bisschen gerührt und in einen schönen großen Topf gemacht. Ja, es dauert schon ein bisschen, bis da mal so 5 Kilo durchgesiebt sind, aber es rentiert sich und es muss auch gemacht werden. Ich selber will auf keinen Kern beißen, wenn ich Marmelade esse. Da den auch jeder das Glas wieder zum Supermarkt zurückbringen und ich selber will es auch nicht, also von daher sieht aus wie ein bisschen Blut, also sieht schon komisch aus, die ganze Masse. Wie ihr meine Frau gehört habt, die hat es auch erkannt, also es bleiben immer viele Kerne drin. Jetzt muss, glaube ich, jeder verstanden haben, dass das Ding nicht richtig funktioniert. So. Nachdem wir jetzt das 100. Mal die Kerne zeigen, braucht es jetzt wieder mindestens mal einen Tag, bis das Ganze abgekühlt ist. Wenn es auf dem Herd abgekühlt ist, stelle ich es gerne immer dann in den Kühlschrank. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tag. Jetzt geht's weiter. Die pürierte Kirschen sind jetzt erstmal abgekühlt. 24 Stunden im Kühlschrank. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe jetzt erstmal meine Gläser geholt, die auf dem Dachboden standen. Die muss ich jetzt erstmal spülen. Jetzt tue ich erstmal aus meinem Gläservorrat die ganzen Deckel abschrauben. Dann die ganzen Gläser werden jetzt noch gespült und die Deckel auch. Was wichtig ist, dass die Deckel dann in kochendes Wasser kommen, dass die steril sind. Die Größe von Gläsern sind übrigens die beste. Jetzt habe ich mir erstmal eine große Schüssel genommen, um meine Gesamtmasse zu wiegen. Kratze ich den Topf aus. Jedes Gramm zählt. Auf jeden Fall, Freunde, macht nicht die Fehler, die ich anfangs beim Gelee koche. Einen zu kleinen Topf nehmen. Bei 4 Liter müssen 4 Liter Gelee, 4 Kilo Zielzucker rein. Da haben wir 8 Liter drin. 8 Kilo ungefähr. Das muss ein großer Topf sein. Ich habe hier so einen schönen von meinen Eltern. Ich habe auch ein Display für die Kamera, aber da verbraucht die Kamera doppelt so viel Strom wie ohne. Und deshalb habe ich kein Display jetzt hinten an der GoPro dran.
Das muss ich beim nächsten Mal dran machen, weil da sieht man einfach besser, was man filmt und was nicht. Auch hier gilt wieder, alles saugut auskratzen, weil jedes Gramm zählt. Was ich noch zu den Gläsern sagen will. Viele tun die Gläser im Backofen bei 100 Grad auch nochmal rein. Hab ich bis jetzt noch nie gemacht und bis jetzt ist mir auch noch kein Gelee schlecht geworden. Ja, also das kann, glaube ich, jeder halten, wie er will. Ich koche nur meine Deckel ab. Volle Bullen. Jetzt kommt der Gelee-Zucker rein. Im kalten Zustand. Gelee-Zucker wird immer kalt eingerührt. Insgesamt bei 4 Liter brauche ich 4 Kilo Gelierzucker. Der wird kalt eingerührt und dann aufkochen gelassen. Ich benutze hier 1:1 Gelierzucker, sprich 1 Kilo Früchte zu 1 Kilo Gelierzucker. Da gibt es auch verschiedene Sorten. Übrigens, das Marmeladekochen habe ich von vielen Leuten gezeigt bekommen und habe auch viel erzählt bekommen und da war ich neugierig. Jetzt kommt der letzte Pack Gelierzucker. Na, und jetzt seht ihr, jetzt ist der Topf praktisch schon, ja, die Hälfte hat er, gell? Da war ich neugierig und wollte halt einfach mal sowas selber ausprobieren. Und jetzt koche ich seit 3-4 Jahren, ach länger, 5-6 Jahren, Gelee und Marmelade ein. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Ich habe mich eigentlich immer gefragt, ob ich das nicht auch mit einer Küchenhexe machen kann, sprich mit dem Pürierstab. Aber gut, da könnt ihr ja mal eure Kommentare drunter schreiben. Die Deckel von den Gläsern lasse ich immer abkochen. Die schalte ich jetzt wieder aus. Damit die steril sind, so gut wie. Und jetzt lasse ich den ganzen Kram einmal aufkochen. Das dauert jetzt einen Augenblick. Wenn das jetzt soweit ist, sehen wir uns wieder. Ciao. Jetzt dauert es nicht mehr lang und dann fängt es an aufzukochen. Probiert habe ich jetzt schon einmal göttlich. Einfach nur göttlich. Ja, jetzt schöpfe ich den Schaum oben ab. Das sieht nicht so schön aus, wenn das in die Gläser oben drauf ist. Ist nichts Schlechtes. Also ich kenne viele Leute, die tun das dann auch noch aufs Brot schmieren. Ich gegenüber nehme es nicht, weil da müsste ich 500 Brote essen, um das alles zu verwerten. Und das mache ich dann immer weg. Also das mag ich nicht so. Geschmacklich eigentlich noch besser wie die Marmelade. Aber es ist halt, ja, da musst du halt so eine Menge essen. Nee, brauche ich nicht. Das mache ich jetzt 2-3 Mal. So, jetzt habe ich den Schaum abgesiebt und jetzt wird das kochende Gelee oder vielmehr die kochende Marmelade in Gläser. Nehme mir hier ein Glas und mach's hier rein. Beim Abfüllen, Leute, passt bloß auf. Ich habe mir
bei der Aktion über die Hand geschüttet. Das ist sowas von verdammt heiß. Ist ja heiß. Ja, das ist heiß. Verbrenn dich nicht. Komm hier in der Traummannschaft. Jetzt nehme ich die abgekochte Gläser. Ich komme mal zu dir. Ich mache hier jetzt den Deckel. Dann nimmt man ein Tuch, macht den Deckel gut zu und ich mache das immer so, ich stelle die dann auf den Kopf, ja, ins Vakuum kommt. Wow! Und jetzt geht's also weiter, bis alle gefüllt sind. So, und das ist der Marmeladen-Einkoch-Marathon bis zu 1020. Ist nicht viel, aber ich habe nicht mehr Früchte und für mich reicht's. Danke, dass ihr wieder dabei wart. So koche ich Marmelade ein, Gelee oder anderen Sachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.